Herzlich willkommen hier im Friedrich-Ebert-Haus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir nach zweimaligem Verschieben dieser Vortragsreihe Aufbruch in die moderne Kunst und Kultur in der Weimarer Republik nunmehr in aller Ruhe eine Fortsetzung machen könnten. Aber dem ist leider nicht so. Der bleierne Schleier der Pandemie verflüchtigt sich nicht und darum darf ich Sie bitten, die Masken aufzubehalten. Es tut mir leid, es ist so. Wir können es nicht ändern. Und da die FFP2-Masken die einzigen sind, die wirklich vor dem neuen Delta-Virus schützen sollen, müssen wir die auch hier aufbehalten. Angesichts der Lage freue ich mich umso mehr, dass jetzt doch so viele gekommen sind. Und ich darf Ihnen sagen, wir haben etwa nochmal die gleiche Anzahl abweisen müssen. Und ich freue mich besonders, dass Sie, lieber Herr Schulze, uns heute ein Stück Theatergeschichte näher bringen wollen. Geschichte, die ihren Ausgang am Ende der Weimarer Republik, also der ersten deutschen Demokratie, genommen hat. Soll ich Sie jetzt vorstellen? Sie stehen im 60. Lebensjahr, ich bin jetzt nicht ganz genau, ist es schon da oder noch nicht? Kommt noch. Und Sie sind seit 10 Jahren hier in Heidelberg Intendant des Theaters und Orchesters, in Berlin geboren, Studium Germanistik, Theaterwissenschaften, Stuttgart-Mannheim, Spielleiter in Potsdam, Oberspielleiter in Bremerhaven, nach Augsburg, dann Osnabrück. Und spätestens seit der Verabschiedung von Bürgermeister Gerner wissen wir, wie er nach Heidelberg kam. Wo das Ganze abgemacht wurde, wie es abgelaufen ist, weiß ich nicht, aber wo, das ist eine Geschichte, die erzähle ich nicht, weil das soll dann der Betroffene vielleicht besser später tun. Es geht heute um die Drei-Groschen-Oper von Bert Brecht, die mit dem Komponisten Kurt Weill geschaffene Oper von 1928 wurde zum größten Theatererfolg der Weimarer Republik. Und Sie wissen es, einige Songs wie die Moritat von Mackie Messer avancierten zu überaus populären Schlagern. Die Drei-Groschen-Oper im Londoner Umweltmilieu feierte Premiere 1928. Bis kurz vor dem Termin, das werden Sie sicherlich auch noch erwähnen, gab es Reibereien. Unter anderem stieg Peter Lorre, würde man sagen, der die Rolle des Bettlerkönigs Jonathan Peacham spielen sollte, einfach aus. Er sollte dann als M 1931 von Fritz Lang in diesem Film als getriebener Kindermörder groß aufspielen. An seine Stelle trat Erich Ponto, den wir aus der Feuerzangenbowle noch kennen. Bertolt Brecht episches Theater, seine auf die Gleichzeitigkeit von Unterhaltung und Belehrung abzielende Inszenierungen, war nicht bei allen beliebt zu dieser Zeit. Brecht hat dann 1931 den Film von Georg Wilhelm Pabst als Regisseur abgelehnt. Er war von der Produktion ausgeschlossen worden, weil er noch eine stärkere antikapitalistische Stoßrichtung einbauen wollte. 1928 war die Uraufführung, der Film ist 1931. Und in diesen 3 Jahren war die Weltwirtschaftskrise. Es wurde nochmal ganz deutlich, wer der Verlierer dieser Weltwirtschaftskrise war und wer der Gewinner war. So wollte Bert Brecht noch etwas mehr antikapitalistischen Zug reinhaben, aber das wollten dann die Produzenten aus Amerika nicht. Mit einer Abfindung wollte er sich nicht abfinden lassen, verlor jedoch den Prozess und da hat man sich doch abgefunden. Er erhielt dann wohl 20.000 Mark, so ist überliefert, und hat sich davon ein Auto gekauft. Ich war am vergangenen Freitag auf einem Filmseminar in der Evangelischen Akademie in Hofgeismar und da wurde die Frage gestellt, ja, was ist eigentlich 20.000 Euro? 20.000 Euro 1932 sind 10 Jahresdurchschnittsgehälter. 10 Jahresdurchschnittsgehälter. Ein Unterstützungsempfänger in Berlin, also derjenige, der aus der Arbeitslosenversicherung rausgefallen ist, erhielt 63 Mark in der Woche für eine Familie. Dann können Sie ermessen, was 20.000 Mark bedeutet. Im Übrigen möchte ich noch ganz kurz darauf verweisen, dass die Rolle der Jenny im Film und in der Uraufführung 1928 Lotte Lenya spielte. Sie wissen es, sie war mit Kurt Weill liiert, nicht nur liiert, sondern einmal geheiratet, geschieden und wieder geheiratet, bis dann Kurt Weill gestorben ist. Wie auch andere Filme der Zeit, etwa die Verfilmung des Antikriegsromans Im Westen nichts Neues nach Remarque, den wir hier vor 3 Wochen vorgestellt haben, war auch die Papstverfilmung der Drei-Groschen-Oper Hassobjekt der Nationalsozialisten, die die Aufführungen torpedierten und dafür sorgten, dass sie nicht stattfinden konnten. Und nach ihrer Machtergreifung
den Film verbaten. Dieses revolutionäre künstliche Agitprop kam bei jedem kaum an, auf die es eigentlich zugeschnitten war, auf den Arbeiter und die Arbeiterin, der das konventionelle Theater, soweit wir wissen, bevorzugte. Die proletarischen Lehrstücke eines Brecht zogen eher die Neugierigen aus dem bürgerlichen Milieu an, ohne diese belehren zu können. Und heute? Heute gehört die Drei-Groschen-Oper zum Kanon einer jeden guten Schule und auf den Stilplan eines jeden guten Theaters. Wieso das ist, das wird uns jetzt der Intendant des Heidelberger Theaters und Orchesters, Herr Martin Schulze, ganz herzlich dann begrüßen und uns da einführen, warum das heute auch noch ein Stück ist, das man unbedingt sehen bzw. erleben muss. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich muss mich entschuldigen, dass wir nachher nicht zusammen das Gespräch führen können in der Backstube, was sonst traditionell immer der Fall ist. Aber in Corona-Zeiten ist uns das leider nicht möglich. Ich bitte da um Nachsicht. Aber dennoch wird der Schulze nach seinem Vortrag dann sicherlich noch für einige Fragen hier zur Verfügung stehen. Danke, dass Sie da sind und dass Sie heute hierher gekommen sind. Wir werden zwischendurch mal ein bisschen aufmachen, ein bisschen lüften. Jetzt ist es warm, es wird dann kälter, aber so ist das halt unter Corona. Das, glaube ich, können wir verkraften. Schulze, jetzt dürfen Sie ohne Mikrofon hier weitermachen. Danke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich war ein bisschen überrascht, als ich hier zu einem Vortrag eingeladen wurde, weil ich ja eher als Theatermann pflege, auf der Bühne mich auszudrücken und nicht so sehr in Vorträgen. Aber ich dachte, was kann ich Ihnen erzählen? Dann hörte ich auch noch, ich soll eine ganze Stunde reden, was ein doppelter Schock für mich war. Und dann dachte ich, was kann ich Ihnen erzählen, was Sie vielleicht nicht alles schon gelesen haben oder in der Schule gelernt haben? Und dachte, ich mache das jetzt mal ganz unkonventionell und erzähle Ihnen das Ganze ein bisschen persönlicher. Sie haben es vorhin erwähnt, ich war auch lange Zeit Oberspielleiter in Augsburg, der entscheidenden Stadt vor Berlin von Bertolt Brecht. Und stellen wir uns eine Zeit vor, und ich glaube, das muss man sich klar machen, weil jeder Theatererfolg braucht immer ein bestimmtes Klima, ein bestimmtes Umfeld, in dem er stattfindet. Und unser Bertolt Brecht kam aus dem kleinen, etwas miefig, schwäbisch-bayerisch angehauchten Augsburg in die große Stadt Berlin. Eine Zeit, wer den Film Babylon, die Fernsehserie gesehen hat, hat so ein bisschen eine Vorstellung, was da los war. Es war eine Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, eine Zeit der Wirtschaftskrise, eine Zeit des Aufbruchs, eine Zeit, in der eigentlich ausgehend vom Expressionismus alles neu definiert wurde, was überhaupt nur definiert werden konnte. Und es war eine Zeit, die wir uns nach Corona wünschen, eine anarchische Zeit, eine Zeit, in der es Partys gab, in der die Menschen in Kneipen gingen, in der Anita Berber kam auf, der Nacktanz, alles das war und pulsierte parallel in Berlin. Die Theater hatten einen riesen Aufschwung. Sie kennen die Namen sicher, Max Reinhardt war einer der wichtigsten Vertreter. In diese Stadt kam Bertolt Brecht, ein relativ blutiger Anfänger damals, und wollte die Stadt Berlin erobern. Und er ging zum Schiffbauer Damm, zum Intendanten, und sagte, also ich habe hier eine Oper und meine ganz tolle Idee ist, es ist eigentlich auch keine Oper, ehrlich gesagt weiß bis heute keiner, was es wirklich ist, es ist weder ein Theaterstück noch eine Oper, irgendwas dazwischen wahrscheinlich, und ich würde das gerne mal schreiben. Und man redete schon und munkelte, das muss ja ein ganz, ganz berühmter Autor sein. Und dann hatte dieser Mensch auch noch die wahnsinnig schreckliche Idee, es mit Kurt Weill zusammenzumachen, einem damals wirklich Komponisten, der als Avantgarde galt und wo jeder sagte, naja, also ein
Text mit Kurt Weil Musik, da kann nicht so viel bei rauskommen. Man merkt, manchmal haben Intendanten doch das Näschen und die Risikobereitschaft. Das war in diesem Fall so. Der Intendant sagte, okay, wir machen das. Und sie verabredeten die Uraufführung für den 31. August 1928 im Theater am Schiffbauer Damm in Berlin. Was das nun wirklich war, hat eigentlich die Literaturwissenschaft bis heute nicht geklärt. Aber eins ist klar, Brecht machte das und ist der Vorreiter von all dem, was heute im Theater so schrecklich modern ist und wo man sagt, warum machen die denn das auch noch? Also Beispiel, er nahm sich eine Opera, auch das war keine richtige Oper, von 1728 vor, die Beckeras-Opera von John Gay, und schrieb eine neue Fassung. Wenn Sie heute im Theater hören, gibt es eine neue Kunstrichtung, die nennt sich Überschreibung. Wir hatten das schon mal im Stück gemacht. Das heißt also, ich nehme ein altes Stück, ein Shakespeare, ein Gerd Hauptmann, und schreibe ihn auf die heutige Zeit. Die Idee stammt eigentlich von Bertolt Brechts Dreigroschenoper, die heute ganz neu proklamiert wird. Gut, also er schrieb das und setzte neue Inhalte. Dazu kommen wir gleich. Und vielleicht zum Ablauf meines Vortrags. Sie haben es vorhin ein bisschen schon beschrieben, ich würde es noch ein bisschen ausführen. Es war so richtig Theater pur, wie man es sich wünscht. Es war Chaos, nichts funktionierte, es gab reihenweise Umbesetzungen. Die größte Katastrophe war, dass der Mackie Messer, was ein Operettentenor damals war, der das singen sollte, aussteigen wollte aus der Produktion einen Tag vor der Premiere. Was war geschehen? Er hatte sich beschwert, dramaturgisch hatte Kurt Weill und Bertolt Brecht ihn nicht richtig eingeführt, die Figur des Mackie Messers. Und das versteht man natürlich, der erste Auftritt ist der wichtigste im Theater und wenn der nicht gut vorbereitet ist, dann wird es einfach nichts. So, Riesenchaos, Premiere gefährdet in Berlin am Schiffbauer Damm. Was passierte? Bertolt Brecht setzte sich in der Nacht, wahrscheinlich bei zwei Flaschen Rotwein, mit Kurt Weill zusammen und erfand den wohl berühmtesten Song, den es überhaupt in der Dreigroschenoper bis heute gibt, zumindest wird der immer zitiert, der berühmte Mackie Messer Song. Ich habe im Internet etwas gefunden, einen Bericht, ich schätze, Sie haben auch daraus zitiert, ich will mal ganz vortragen, Produktionskrise am Theater bei der Entstehung der Dreigroschenoper. Bald begann eine Pechsträhne. Carola Neas Mann, der Dichter Klabund, litt an Tuberkulose und musste nach einem Anfall in ein Sanatorium nach Davos. Als sich seine Lage verschlimmerte, brach Nea die Proben ab und fuhr zu ihm. Nach Klabunds Tod kam Nea am 18. August wieder nach Berlin zurück und wurde bei den Proben zweimal ohnmächtig, bis ihr ein Arzt das Auftreten untersagte. Später bekannte, dass sie Brechts Songs, die er teilweise von dem französischen Dichter François Villon abgeschrieben hatte, Fußnote, Plagiate gab es also auch schon bei Bertolt Brecht, nicht ertragen konnte, da Villon Klabunds Lieblingsdichter gewesen war. Eine Woche vor der Premiere übernahm Roma Bahn von ihr die Rolle der Polly. Eine Woche vor der Premiere, meine Damen und Herren. Die letzten Tage vor der Premiere waren von Auseinandersetzungen zwischen dem Regisseur und dem Autor über die Songs geprägt. Es wurde vorgeschlagen, die Musik ganz zu streichen. Peter Lorre, der die Rolle des Jonathan Peacham spielen sollte, stieg aus. Für ihn sprang kurzfristig Erich Ponto ein. Als der Regisseur Erich Engel nach einem Streit um den Schlusschoral entnervt das Handtuch warf, übernahm Brecht in letzter Minute selbst die Regie. Außer ihm glaubte aber niemand mehr an eine Premiere. Harald Paulse, der Darsteller des Mackie Messer, verlangte plötzlich eine bessere, ich hatte es Ihnen schon erzählt, Einführung seiner Figur mit einem Lied, das auf sein Erscheinen vorbereiten sollte. Brecht schrieb einen Text und Weill vertonte ihn über Nacht. Es war die Moritat von Mackie Messer, die zum populärsten Lied des Schauspiels werden sollte.
Eine weitere Panne passierte mit dem Besetzungszettel. Der Name von Lotte Lenya, die ja die Jenny spielte, wurde versehentlich weggelassen. Was, ja, man kann sich vorstellen, mit welcher Aufregung die Kolleginnen und Kollegen damals dann zur Premiere schritten. Und es wurde wirklich ein Erfolg, also wenn man sagt, es ist eigentlich mit der wichtigste Titel des Theaters, nicht nur der Weimarer Republik, sondern aus meiner Sicht auch des heutigen Theaters. Also es gibt kaum ein Theater, was es nicht spielt. Und das alles, meine Damen und Herren, das muss man sich klar machen, vor dem Hintergrund der krisengebeutelten Weimarer Republik, der Massenarbeitslosigkeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg und der wirtschaftlichen Depression. Ich wollte Sie jetzt einladen, mit mir zusammen, dass wir jetzt nicht nur Historie aufarbeiten, wirklich mal zu überlegen, was war denn, und ist es vielleicht bis heute, aber zumindest damals, das Neue, das Revolutionäre dieses Werkes. Die 20er Jahre waren eine Zeit, wir wissen es aus der Operette, die wirklich viel frecher, sozialkritischer und heutiger waren, als uns das manchmal so Operetten aus den 50er Jahren vormachen wollen. Und genau in diesen Rahmen kommt natürlich auch die Drei-Groschen-Oper rein. Zum einen wage ich die These, die Story ist überhaupt nicht gut, hat ganz große dramaturgische Schwächen und ohne Kurt Weill würde kein Mensch mehr die Drei-Groschen-Oper heute kennen. Ich sage gleich was dazu. Spannend, das Milieu, in dem das Ganze spielt. Was hatte Brecht eigentlich gemacht? Er hatte sich bürgerliche Typen genommen, Gangster, Bettlerkönig und Menschen von der Straße, die bis dahin in der Masse die Theaterstücke in den Theaterstücken überhaupt nicht vorkamen. Huren, Polizei, die mit Gangstern gemeinsame Sachen machten. Halt eine Großstadtballade, die genau den Bruch in der Weimarer Republik aufzeigte. Es ist insofern interessant, wenn Sie heute, und ich will mal wieder den Bogen zum heutigen Theater schlagen, dass wir heute ja immer mehr darüber reden, Sie kriegen zum Teil sicher die Diskussion mit, über Diversität auf deutschen Bühnen, darüber, ob ein Ensemble wirklich nur aus klassisch ausgebildeten Schauspielern zusammengesetzt sein soll. Es geht um die Frage, was für Geschichten erzählen wir im Augenblick? Vergessen wir nicht alle Menschen, die andere Nationalitäten haben, im Augenblick auf deutschen Bühnen? Sind die deutschen Bühnen nicht doch etwas sehr bürgerlich-elitäres, die bestimmte Gruppen ausschließen? Und wenn Sie mal vor diesem Hintergrund der Diskussion sich jetzt wirklich das Milieu und die Typen von Bertolt Brecht angucken, merkt man einfach, was er in dieser Zeit gemacht hat. Er hat durch diese Drei-Groschen-Oper das Theater neu definiert. Denn es war ja immer, nun muss man es verstehen, im Gegensatz zu Gerd Hauptmann, Ibsen, die ja mehr doch für realistisches Theater, für psychologisches Theater, für Milieutheater standen, zeigte er plötzlich eine ganz andere Personage in seiner Drei-Groschen-Oper. Und jetzt habe ich die vergnügliche Aufgabe, Ihnen das zu erklären, was ich schon immer, und ich weiß nicht, ob Sie es verstanden haben, ich habe es nie verstanden, was der Begriff des epischen Theaters ist. Weil die Schwierigkeit ist, wenn man die Weimarer Republik, die 20er Jahre begreifen will, was da theatral entstand, ist im Zentrum der Begriff Verfremdung, kennen Sie alle, Sie haben es eben gehört, man setzt erst eine Überschrift darüber, des epischen Theaters. Aber was ist das? Bertolt Brecht hat selbst für Schauspieler Riesendiskussionen auf allen Schauspielschulen in Deutschland das kleine Organon geschrieben. Das kleine Organon, er hat bitter bereut, es geschrieben zu haben, war die Erklärung darüber, was episches Theater für Schauspieler ist. Sie wissen, ich stehe daneben und beobachte die Rolle und kein Schauspieler wusste, wie er spielen sollte. Ich will einmal versuchen, da ich das Vergnügen hatte, mit, glaube ich, dem prominentesten Brecht-Schüler überhaupt und Dramaturgen von ihm als Regieassistent zusammenzuarbeiten, und das war Peter Palitzsch. Peter Palitzsch war
Sie kennen ihn vielleicht als ganz großen Regisseur an vielen Häusern in Frankfurt, Stuttgart, Berlin. Zuletzt hat er auch mit Heiner Müller zusammen das Berliner Ensemble geleitet. Und ich würde sagen, das epische Theater beschreibt, aus der Theaterpraxis heraus, versucht eine Realität anders zu beschreiben, versucht mit Sprache anders umzugehen und gleichzeitig den Begriff der Dialektik neu zu interpretieren. Kurze Anekdote, die ja schon mal ganz kurz anklang in der Rhein-Neckar-Zeitung. Als ich als junger Mensch nach Stuttgart ans Staatstheater kam, Verena, du kennst die Geschichte, traf ich Peter Palitzsch. Peter Palitzsch war damals 75, wirklich einer der Brecht-Schüler, wenn nicht der Mann, mit ein, zwei Leuten wegwärts zusammen. Und er inszenierte damals ein Stück von Peter Turini, Die Minderleister. Dieses Stück, es ging um wirklich, ich glaube, die Geschichte sollte man gar nicht erzählen, war damals sehr politisch aber. Und es ging darum, ich kriegte von Palitzsch einen Zettel in die Hand mit Telefonnummern und hatte die Aufgabe, innerhalb einer Woche Termine für ihn zu machen in einem Domina-Club mit einem Pornofilmproduzenten und mit einem Redenschreiber. Und mir war es erstmal sehr peinlich, da anzurufen, können Sie sich vorstellen, so mit 18, 19. Und irgendwann hatte ich dann diese Termine tapfer gemacht. Und wir gingen in den Domina-Club. Und der und Palitzsch schaffte es, das war unfassbar, mit diesen Frauen dort zu reden und wirklich innerhalb kürzester Zeit das Vertrauen zu erlangen. Für mich war damals der große Schock, dass auf den Tischen das gar nicht so verrucht war, sondern da lagen einfach Neckermann-Reiseprospekte und die dachten, über den nächsten Urlaub war, worüber ich mir damals gar nicht vorstellen konnte, dass es sowas auch gibt. Spannend war, dass Palitzsch versuchte, das Milieu und genau diese Einfachheit, diese Normalität, denken Sie an die Huren in der Drei-Groschen-Oper, die stricken und genau das haben, quasi zu recherchieren. Nächster Termin war dann der Pornofilmproduzent in Stuttgart, der war wirklich so, wie man sich das vorstellte, also Haare auf der Brust, Kette, Hemd auf. Und wir guckten damals, da gab es auch Internet noch nicht, dann irgendwie auf Riesenleinwänden diese merkwürdigen Filme. Und spannend war, dass Palitzsch das überhaupt nicht verurteilte, sondern versuchte, diese Mentalität, also das, was die Realität dieses Menschen ist, der sie immer glücklich hinstellte und sagte, gucken Sie mal, ist doch wie bei Ihnen im Theater, quasi nachzuempfinden. Wir gingen dann raus und ich fragte, sag mal, wie fandest du es? Das war furchtbar. Und Palitzsch sagte nur, barbarisch. Dann sind wir zu einem Redenschreiber mit der S-Bahn gefahren. Und in der S-Bahn begegnete Palitzsch einem jungen Mann, der wahrscheinlich, weiß nicht, 16, 17 war. Und Palitzsch war 75 und sagte, irgendwie kamen wir ins Gespräch, was machst du jetzt? Ja, ich fahre zu meiner Stulle. Palitzsch, wo fährst du bitte hin? Ja, Stulle, Freundin oder so. Und ich erlebte in dieser Fahrt von Stuttgart irgendwo raus nach Vaihingen, wie er sich in die Jugendsprache einarbeitete und er versuchte, die Realität nachzuvollziehen, was dort passierte. Wir kamen dann bei dem Redenschreiber an und das war für mich die nächste deprimierende Begegnung, weil das war einer, der schrieb einfach professionell Reden und sagte mal ganz ehrlich, ob ich für die Linken oder die Rechten oder keine Ahnung für welche Partei eine Rede schreibe, die Vokabeln muss ich die benutzen, die ist vollkommen egal, kann ich Ihnen alles gleichzeitig schreiben und die Leute werden glauben, es wäre von der Richtung. Das heißt, die Analyse, die Palitzsch damals stattfinden ließ, und darum erzähle ich es anhand des Beispieles, bedeutet, dieses ganze Theater, jetzt kommen wir wieder zur Drei-Groschen-Oper, bedeutet, wir wollen eine Realität abbilden. Es geht darum, aber nicht nur sie abzubilden, sondern sich gleichzeitig kritisch als Reflexion damit zu beschäftigen, im Idealfall auch eine Gesellschaft natürlich zu verändern, was ja dann der dialektische Ansatz ist, auf den wir gleich kommen. Der zweite Punkt, den ich anhand eines Beispiels Ihnen erzählen möchte, weil ich möchte nicht nur die Geschichte der Drei-Groschen-Oper erzählen,
war für mich die Sprachbehandlung in Torini, die genau mit der Sprache von Bertolt Brecht, der sich ja immer, das Vorbild war immer Shakespeare, darauf bezog. Man setzt einfach eine Handlung anders zusammen. Ich habe es immer so gesagt, fast wie Gegensätze. Also Sie können ständig das Ganze irgendwie anders drehen, solange es sich gegenseitig beleuchtet. Und gleichzeitig geht es darum, aber einen Sprachgestus zu finden. So, Sprachgestus, wieder so ein komischer Begriff, den keiner versteht. Palitzsch hat es mir anhand einem ganz simplen Beispiel erklärt. Bei Peter Turini sagte eine Frau zu einem Mann, wenn man, und auch gar nicht sexuell gemeint, ganz simpel, war ein Stück so eine Szene, wenn man die Muschel ans Ohr führt, ist das Meer ganz da. Ganz trivialer Satz. Und Palitzsch sagte, nein, du musst den Satz anders sprechen, im Sinne eines brechtschen Gestus. Das heißt, wenn man die Muschel, jetzt habe ich die Muscheln in der Hand, ans Ohr führt, jetzt ist der zweite Punkt, und jetzt höre ich das Rauschen, dann ist das Meer ganz da. Und Sie merken, damit kann ich ganz anders plötzlich über eine Technik mit Sprache umgehen und andere Zusammenhänge setzen. So, jetzt kommen wir, alles das hängt mit der Idee von dem Theater der 20er Jahre zusammen. Es geht immer darum, von einer Realität von bürgerlichen Verhältnissen, Sie kennen den berühmten Satz, die Verhältnisse, die sind nicht so aus der Drei-Groschen-Oper, aber genau diesen Satz darzustellen, das ist die Frage und diesen Vorgang darzustellen. Was ist die Personage in dieser Drei-Groschen-Oper? Ich habe es ein bisschen mal aufgeschrieben. Nehmen Sie, am Anfang haben wir Polly zum Beispiel, die große Hauptrolle, die sich in McKees, den Gangster, verliebt. Die Gangster sind aber, auch das sieht man sofort, bürgerlich. Und das, glaube ich, ist auch ein Teil des Erfolges, weil es so, man sagt, ach, das ist ja so interessant, dass die Bürger auch ein bisschen gefährlich sein können. Ihr Hauptvertreter ist Mackie Messer natürlich. Aber das Interessante an der Polly-Figur ist, dass Brecht eine total starke Frauenfigur geschrieben hat. Weil am Anfang entscheidet sie sich klar wegen der Leidenschaft, wegen der Liebe für ihn McKees, ist aber klug genug, Stück für Stück im Laufe des Stückes nicht nur ihn zu verraten, sondern ganz wie ihr Papa das Geschäft zu übernehmen und es als eine nette Begegnung, die immer ihre Zeit hat, zu sehen. Das heißt, die scheinbar naive Geliebte wird plötzlich zur raffinierten Geschäftsfrau. Vielleicht können wir das ganz kurz, ganz klar wird das in dem Lied 13, Nummer 13, Abschied Polly Mac. Hören Sie mal auf das Nachspiel, was oft gestrichen wird, bei uns nicht in Heidelberg, was ganz interessant ist. Wenn man jetzt wirklich sich klar macht, dass die nächste Szene im Stück heißt, wie sie die Geschäfte übernimmt, man muss sagen, mit der ganzen Platte, über die ich euch komme, also dieser bürgerlichen Gangstern, aber sowas von uns springt und eigentlich noch die viel bessere Chefin als McKees ist, wird auch klar, was für ein Frauenbild, was Brecht ja immer vorgeworfen wird, aber auch im positiven Sinne da ist, dass er genau das Gegenteil zeigt. Also er nimmt das Genre des verführten Mädchens durch den großen Gangsterboss, die aber am Schluss ihn eiskalt abserviert in der Gefängnisszene. Und dass diese Gegensätze, dass die Menschen immer etwas anderes sind oder die Bilder, die Sujets etwas anderes sind, als was man eigentlich erwartet, ist, glaube ich, bis heute das, was den Reiz der Figuren und der Erzählweise der Drei-Groschen-Oper immer noch aktuell ist und spannend ist. Sie haben immer wieder das Gleiche. Die große Liebe im Stück ist ja die Hure Jenny, die unseren McKees ja liebt, zu denen er dann flieht, zu den berühmten Huren. Interessant ist aber, dass ganz klar ist von Anfang an, für Geld wird sie ihn verraten. Also jede Figur ist wirtschaftlich begründet bei Brecht, nehmen Sie, und jeder hat eigentlich Dreck am Stecken. Nehmen Sie den Polizeihauptmann Braun, der mit McKees ja gemeinsame Sache macht,
bei der Hochzeit vorbeischaut und es wird sofort im Kanonensong klar, aber auch im Dialog, dass die beiden eine Geschichte haben und die Polizei sehr gut an dem Gangstertum verdient. Für mich, was das Interessanteste daran ist, ist eigentlich der Bettlerkönig, Peachum. Diese Figur, also der Papa von unserer Polly und seine Frau, sind interessant, weil man ja auch eher davon ausgehen würde, dass man Mitleid hat mit einem Bettler und die armen Bettler. Und auch das, was es ja heute auch geben soll, ist schon vorweggenommen worden, dass Betteln ein super Geschäft sein kann. Also wir leben in den ersten Szenen Menschen, die es überhaupt nicht sentimental, die überlegen sich, wie mache ich das, wenn ich die Theaterverkleidung habe, geben mir die Leute mehr Geld, wie funktioniert das? Und gleichzeitig ist dieser Typ so ein eiskalter Geschäftsmann, was ihn auch wieder sehr sympathisch macht, unser Bettlerkönig, dass er sagt, wenn es wirklich ein Problem gibt hier und ihr nicht meinen Interessen folgt, lieber Staat, dann nehme ich einfach die wirklichen Bettler. Und wenn die losziehen, dann habt ihr keine Chance mehr. Also es ist ein Spiel mit der Rolle des Bettlers und gleichzeitig der Bettler selbst. Und das ist natürlich das, was dieses Theater so ungeheuer spannend macht, dass die Figuren immer wieder in der Waagschale zueinander auch immer gleich den Gegensatz mitdenken. Ich habe es Ihnen gesagt, die Uraufführung von der Dreigroschenoper ging als legendärer Erfolg der 20er Jahre in die Theatergeschichte ein und zählt bis heute zu den erfolgreichsten Theaterstücken. Man muss aber leider sagen, das ist genau auch die Tragödie des Brechtschen Theaters. Denn was wir alle in der Schule gelernt haben, war, Brecht will ja für die Arbeiter die Gesellschaft ändern, für die Arbeiter Theater machen. Das Problem war nur, es gefiel den Bürgerlichen, das ist auch bis heute die Schizophrenie dieser Dreigroschenoper, und die Arbeiter gingen gar nicht so ins Theater, wie sich das wünschte. Es ist ein wunderbarer Satz, der Beifall des bürgerlichen Publikums veranlasste Brecht, die sozialkritischen Tendenzen zu verschärfen, Sie haben es gesagt. Und in der Buchausgabe 1930 schrieb er, die Vorliebe des Bürgertums für Räuber erklärt sich aus dem Irrtum, ein Räuber sei kein Bürger. Dieser Irrtum hat als Vater einen anderen Irrtum, ein Bürger sei kein Räuber. Sodass er genau damit spielte und eigentlich auch schon das Dilemma seiner ganzen Dreigroschenoper selbst mit sich selbst reflektiert hat. Wenn man so an die Dreigroschenoper denkt, also so ging es mir, ich selbst habe sie zweimal inszeniert, gibt es unterschiedlichste Ansätze. Wir haben allerdings ein Problem, das werden Sie auch gleich an der Beschreibung sehen, eine Dekonstruktion der Dreigroschenoper, wie es ja das postmoderne Theater eigentlich macht, gab es nicht, vielleicht in Ansätzen am Thalia-Theater von Arturo Merinoulis, konnte es aber auch nie geben, weil die Brecht-Erben, auch das muss man erzählen, bis heute, darum freuen sich alle Theaterleute, in ein paar Jahren ist es vorbei, dann sind die Rechte vorbei, immer noch wissen, wie ein Brecht-Original zu spielen ist, wie die Musik zu spielen ist. Wir als Theater müssen immer noch sagen, welche Instrumente, also wir haben ja eine Band, dazu komme ich gleich, bei unserer Inszenierung gehabt. Das sind Riesenkämpfe mit den Brecht-Erben, weil die genau wissen, welche Instrumentierung das ist. Und man darf auch nicht einfach eine Figur oder Fremdtexte womöglich einführen. Alles das beschützen bis heute die Brecht-Erben. Aber es gab trotzdem immer wieder unterschiedliche Regieansätze. Lassen Sie mich mal drei mit Ihnen nur beschreiben, weil damit klar wird, wie unterschiedlich ästhetisch man mit den Figuren, die ja, ich habe es schon ein bisschen beschrieben im Ansatz, immer sehen Sie immer dagegen Nora von Ibsen oder so, ganz andere Figurendarstellung, geschrieben wird. Eine vor ca. 15, 20 Jahren, Katharina Thalbach, hat das Ganze in Hamburg damals als totale Komödie inszeniert und hat, und da kommen wir auch schon wieder zum epischen Theater, das Vorbild war Charlie Chaplin. War übrigens auch für Bertolt Brecht ein Vorbild, weil Sie können ja Charlie Chaplin, wenn Sie es genau nehmen, die Tragödie des kleinen Mannes, nur als lustige Komödie, Unterhaltung sehen.
Sie können es aber auch als ganz sozialkritisches, politische Filme begreifen. Und genau das hat Thalbach gemacht. Das gipfelte dann, Sie kennen es sicher vom großen Diktator, die berühmte Szene, wo Chaplin mit dem die beiden Herrscher sitzen und immer mit den Stühlen aneinander rauffahren, bis einer den anderen überholt. Genau das hat sie zwischen Braun und unserem Bettlerkönig inszeniert, so eine Szene, und hat sehr versucht, das Ganze darauf zu interpretieren. Ein anderer Versuch, den man, glaube ich, sofort nachvollziehen kann, war das Mafia-Milieu, was Jan Grossmann in seiner Münchner Inszenierung inszeniert hat, und was natürlich eine ganz andere Bedeutung hat. Einen ganz anderen Weg ist Hans Hollmann gegangen, der, und darum erzähle ich es ja auch in unserer Aufführung, zumindest assoziativ kurz auffloppt, er hat das Ganze auf einem Friedhof spielen lassen. Ja, und da sind wir wieder bei der Weimarer Republik, da wir ja eigentlich die Figuren, dialektische Figuren sind und keine Figuren aus Fleisch und Blut sind, ist man davon ausgegangen, dass man sagte, dann sind es vielleicht fast Tote, vielleicht ist das Ganze sogar ein Totentanz einer untergehenden bürgerlichen Gesellschaft, womit wir jetzt wieder bei der Weimarer Republik wären. Ja, das vielleicht als kurze Einführung. Und jetzt habe ich gelesen, war gar nicht von mir, dass ich auch noch über die Aktualität der Dreigroschenoper etwas erzählen soll. Und das ist ja die spannende Frage. Was interessiert uns heute, zum Beispiel in der Inszenierung in Heidelberg, an der Dreigroschenoper? Sie kennen alle die berühmten Sätze, ich glaube, darauf können wir uns sofort einigen. Was ist der Einbruch in eine Bank gegen den Besitz einer Bank? Erst kommt das Fressen, dann kommt das Moral, die Moral. Trotzdem bleibt für mich immer wieder die Frage, ist die Musik von Kurt Weill nicht so stark, dass die Story, wir haben es so ein bisschen bei der Aufführung gesagt, eher Überleitung ist von einem Lied zum nächsten, weil letzten Endes gehen Sie, meine, unterstelle ich Ihnen mal, sehr geehrten Damen und Herren, zu 80% in dieses Stück, weil Sie die Musik hören möchten. Und das ist wieder genau das Dilemma, in dem wir leben mit unserer Dreigroschenoper. Als wir anfingen, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir eine Dreigroschenoper für Heidelberg, also heute, die wird auch wieder kommen, muss ich sagen, nur Corona-mäßig war sie jetzt erstmal 2 Jahre vom Spielplan verbannt und ich schätze, nächste Spielzeit wird sie wiederkommen, haben wir uns zusammengesetzt und wenn ich ehrlich bin, für einen Theatermann ist es einerseits toll, andererseits hat man nur schreckliche Erinnerungen. Also ich war Regieassistent in Mannheim bei Jürgen Bosse und werde es nie vergessen, die große Diskussion um das Hurenhaus. Bosse hat ja ein richtig tolles, großes Theaterensemble und Klaus Weise inszenierte damals die Dreigroschenoper und die Schauspielerinnen probten den Aufstand. Sie sehen schon wieder Skandal, der scheint stückimmanent zu sein, und sagten, sie sind doch nicht bescheuert. Ich weiß noch, Helga Grimme, Kriegeskotte, wirklich die ganz großen Namen, sollten plötzlich im Hurenhaus, und wenn Sie diese Szenen sehen, ist es ein Satz, die strickende Hure, wo keiner weiß, wo es nur um Milieu geht, spielen. Und Bosse sagte damals, naja, ist klar, die Hauptrolle ist die Jenny in diesem Hurenhaus, das ist auch eine geile Rolle. Alles andere ist schon ganz schön hart, auf Proben zu sitzen, bis man dann einmal den Satz sagen darf, warum kommt er heute nicht, und dafür dann 8 Stunden auf einer Probe sitzen muss. Bosse argumentierte, und da sind wir schon bei der Aufführungspraxis, damit und sagte, naja, es ist einfach so, gerade weil ich in Mannheim das mit Schauspielern besetzen kann, hat diese Szene eine ganz, ganz besondere Qualität, weil oft wird sie mit Statistinnen besetzt, weil das kann man ja niemandem zumuten eigentlich. Und er setzte es dann durch gegen den Aufstand der Schauspielerinnen, dass es die großen Schauspielerinnen spielten. Da merken wir auch schon, wenn man so ein Stück sich vornimmt, kennt man natürlich als Regisseur immer die Aufführungspraxis. Und es gibt alles. Also mal waren es Transvestiten, dann wurden die Huren von Männern gespielt in der Aufführungsgeschichte. Dann waren es doch arme Statistinnen, die so versuchten irgendwie, was ja eher eine Ausstellung der armen Statistinnen war, denn eines vernünftigen Hurenhauses. Und das Problem war immer,
die waren eigentlich nur eine Staffage für eine Geschichte. Und deswegen haben wir gesagt, wir können uns das in unserer Inszenierung als Bild vorstellen, aber nicht als wirkliche Rollen, weil man damit quasi was anderes erzählen kann. So, das zweite Problem, noch viel schlimmer, sage ich Ihnen, das sind die furchtbarsten Proben des Jahrhunderts, ist die berühmte Platte. Die Platte sind diese Gangster, Sie wissen es, wenn die beide heiraten, in der Garage, Polly und McKees, und dann haben Sie da 6, 7 arme Schauspieler, die wieder mit einem Satz da rumsitzen müssen, sich schminken müssen, den ganzen Abend da setzen müssen und sagen, oh, die Polente kommt. Nicht so ganz beglückend. Und das war auch ein Thema, wo wir gesagt haben, wie geht man damit um? Also ich weiß, ich habe es in Augsburg mal inszeniert, da haben wir aus lauter Verzweiflung die noch mit Tellern jonglieren lassen, dass sie irgendwas tun und nicht nur gelangweilt auf den Proben rumsitzen. Aber wirklich schwierig. Und dann hatten wir hier die glorreiche Idee, dass wir gesagt haben, Moment, wir engagieren eine Band, die genau das ins Zentrum rückt, was ja die Musik von Kurt Weill genau in den 20er Jahren so innovativ gemacht hat, nämlich die Jazzmusik. Also eine Band, die das Ganze viel mehr verjazzt hat, das war ja auch der große Erfolg der Kritik und alles, und haben gesagt, wenn die jetzt plötzlich mit die Platte spielen und unsere Musiker drin sind, macht es ja wieder Sinn, weil die Platte könnte ja das begleiten, was im Sinne der Verfremdung wieder großartig wäre. Auf der anderen Seite hätten die noch eine zusätzliche Aufgabe und wir müssten nicht das halbe Ensemble dort beschäftigen, die Platte, so heißt das immer, zu spielen. Also das heißt, aus diesen Ideen heraus und aus der Behauptung, die Story ist auch gut, die Musik ist wichtiger, haben wir gesagt, dass wir die Tante Polly Band, das ist eine Dixieland-Sound, den die quasi fabrizieren, mit ins Zentrum dieser Inszenierung setzen. Und dann hatten wir das zweite Problem, dass man immer wieder sagt, wie geht man bei einer Inszenierung mit der Ästhetik um? Also diese realistischen Räume, die ja da so beschrieben werden, der Pferdestall oder so, das will ja heute irgendwie keiner mehr auf der Bühne sehen, kann man sich auch nicht so richtig toll vorstellen. Und ich glaube, das ist ja auch noch die Inkonsequenz des epischen Theaters von Brecht, dass man eher versuchen müsste, auch da einen anderen Grad der Abstraktion zu finden. Das haben wir dann gefunden und haben gesagt, ich weiß nicht, der eine oder andere, ich sehe einige Theaterzuschauer auch hier, hat es ja erlebt, dass man quasi es wie große Kreise, die Bühne, also egal was sie erfinden, sie kommen immer wieder auf die leere Bühne. Da ist wirklich Shakespeare und Brecht total gleichzusetzen. Und wir haben dann versucht, fast wie einen Zeittunnel Ringe, also einzelne Gassen zu bauen, aber das als Ringe und das Ganze in eine künstliche, surreale Zirkuswelt zu packen, was natürlich wieder mit Charlie Chaplin zu tun hat, was aber auch damit zu tun hat, wie man diese schlaglichtartigen kurzen Momente von politischen Sequenzen, die aber gleichzeitig ja auch von fast Comicfiguren gespielt werden, wie man die irgendwie nochmal konkreter zeigen kann. Und deswegen entstanden Szenen, wir haben dann rumgesponnen, dass plötzlich siehst du den Mond über Soho, zwei Ringe hochfuhren und die beiden fast zu Trapezkünstlern in eine imaginäre Traumwelt der Liebe flüchteten, die so wenig mit der realen Welt zu tun hat und vielmehr in eine fast surreale Welt eintauchten. Überhaupt, auch das kann ich nochmal erzählen, ist es ja immer wieder die Frage, wie man so ein Stück überhaupt besetzt. Also irgendwann sagt man als Regisseur mit den Dramaturgen, man will das Stück machen. Und dann ist ja immer die Frage hier in dem Fall extrem, können wir das mit unserem Ensemble machen? Also wir haben 18, 19 Schauspieler, die auch im Zentrum des Theaters stehen. Auch das haben wir wieder mit dem Brecht-Theater gemeinsam, dass wir nicht mit Gästen so viel arbeiten, sondern sagen, die kontinuierliche Identifikation eines Ensembles mit der Stadt, mit ihrem Theater ist wichtig. Und dann haben wir gesagt, okay, also Mackie Messer haben wir mit Steffen Gangloff und dann haben wir Stück für Stück gesucht,
dieses Stück zu besetzen. Die mussten richtig auch vorsingen nochmal, die Schauspieler und Schauspielerinnen, damit man sieht, geht das überhaupt musikalisch. Und dann versucht man zusammen mit dem Bühnenbildteam, also Kostüme, da gab es übrigens auch viele, viele Konflikte, weil die eine sehr extreme Ästhetik auch gesucht haben, waren ein jüngeres Team. Also scheinbar sind Konflikte in der Dreigroschenoper immanent, wenn es ein gutes Ergebnis geben soll. Und da haben wir immer mehr versucht, auch das zusammenzufassen. Und dann probt man irgendwie und irgendwann kommen dann das erste Mal alles zusammen, das Bühnenbild, was in den Werkstätten gebaut wird, die Kostüme und irgendwann sitzt das alles zueinander und dann kommt diese merkwürdige Aufführung raus. Was, glaube ich, noch das Aktuelle war, was Klaus Lages damals im Deutschlandfunk bemerkte, der Kritiker, dass wir den Schluss etwas verändert haben und dadurch das Stück den Dreh kriegte, dass es eigentlich die Warnung, die Brecht ja in der Verschärfung, der hat ja immer an seinen Stücken gearbeitet, also es gab ja nie nur eine Fassung, quasi in der Schlussapotheose aufgenommen haben, die Warnung vor einem neuen Faschismus, der natürlich auch wieder mit unserer Aktualität für uns etwas zu tun hat. Ich denke, so weit kann ich Ihnen ein bisschen Einblick in die Dreigroschenoper, in die Gedanken der Theaterleute zu der Dreigroschenoper geben und würde mich jetzt freuen, also jetzt steht so im Programm Öffnung ins Publikum, was ja auch schon wieder episches Theater wäre, wie Sie wissen. Und insofern würde ich Sie einladen, Bertolt Brecht sagte mal, es gibt keine falschen Fragen, das Schlimmste ist nur, keine Fragen zu stellen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, fragen Sie oder sagen Sie Ihre Gedanken dazu. Jetzt sind Sie dran. Im kleinen Kreis würde ich sagen, jeder muss jetzt einfach was sagen, dass sich gar keiner drücken kann. So hart müssen wir es nicht machen. Aber wenn Sie Fragen haben, stehe ich jetzt gern zur Verfügung. Traut sich wieder keiner. Einer muss anfangen, erfahrungsgemäß. Hier vorne. Dann fange ich jetzt einfach mal an. Also Sie haben es beschrieben, zwei Dinge sind die jetzt in Erinnerung geblieben. Einmal, dass man damals die Musik rausnehmen wollte, im letzten Moment. Sie sagen jetzt, die Musik ist ein guter Transporteur zwischen den einzelnen Stücken. Das ist eine, sagen wir mal, eine ganz andere Verschiebung des Ganzen. Kurt Weil oben drüber bleibt durch rechts an zweiter Stelle. Und das Zweite, die Figuren, die dort 1928 erzählt werden, sind ja eigentlich nicht so revolutionär. Denn wir haben ja Filme, Theaterstücke, die ja, da geht noch viel Jahre dazu. Das Kato zum Beispiel, ja klar. Also wir haben da die Hure, die dann mit Männern und Frauen ist, und wir haben die Homosexuellen, die sich da gegenseitig berücken und so weiter, was ja dann auch im Theater oder im Spielfilm auch transportiert wird. Also von daher ist, sage ich mal, das sehr klar, dass da etwas Besonderes auf die Bühne gestellt wird, ist nicht so hoch, wie man es vielleicht denkt. Nee, ich würde Ihnen die Antwort geben, das sagte ich ja vorhin, also außer ein paar Sentenzen würde ich auch sagen, es ist nicht das politische Stück der Weimarer Zeit. Wo es aber, glaube ich, sensationell innovativ ist und sogar bis heute eines der innovativsten ist, ist in der Ästhetik. Also wenn man sagt, darum habe ich versucht, das epische Theater Ihnen ein bisschen zu erklären, kann man eh nicht immer in kurzer Zeit, aber dass da eine ganz, ganz neue Theaterform entstand, neue Figuren entstanden, die Brecht ja, wenn man das dann weiterverfolgt, auch immer weiter ausgebaut haben. Also nur da sind die Ursprünge. Also ich glaube, es ist bei der Dreigroschenoper, das würde ich absolut sagen, eine ästhetische Revolution gewesen, nicht so sehr eine politische, aber das ist ja eben ein bisschen das Thema von Bertolt Brecht. Ich habe eine Frage, das ganze Spiel in London, ja. Warum nicht in Berlin? Ist er dazu blöd zu? Nee, das glaube ich nicht. Eingefallen, oder? Naja, ich würde eher sagen, er war nicht so blöd, es in Berlin zu spielen zu lassen. Das ist spannend. Also London ist doch weit weg. Oder nee. Auch das hat mit dieser... Also Sie müssen wirklich sehen, das Theater ist durch Bertolt Brecht, und das ist bis heute, das ist so, egal was man zu welchem Stück denkt und ob es ganz aktuell ist, total umgedreht worden. Also ich habe es mir mal so erklärt, Gerhard Hauptmann, Ibsen ist ein anderes. So, es ging aber auch immer darum, eine Distanz herzustellen.
Also es wäre vollkommen falsch aus der Sicht des Epischen Theaters gewesen, jetzt das schön ranzuziehen, dann wäre ich ja wieder bei den Ratten von Gerd Hauptmann gewesen, sondern es ging genau darum, eine Distanz, darum hat Brecht ja bis heute auch, nehmen Sie die heilige Johanna der Schlachthöfe, Jungfrau von Orléans, es bearbeitet, wohl wissend, dass ein bürgerliches Publikum auch das andere kannte in dieser Zeit. Also es geht immer darum, London, wo es ja herkommt, um die Distanz herzustellen. Also es geht genau darum, nicht ins Berlin reinzugehen und sich zu identifizieren, sondern genau das Gegenteil zu tun. Ja, aber dann habe ich da damit gar nichts zu tun. Ich bin in London, das ist ein anderer Kontinent, das ist Brexit, das ist weit weg. Was interessiert mich London? Ja, da würde ich Ihnen jetzt mit Brecht antworten, glotz nicht so romantisch, weil Sie eigentlich ein Identifikationstheater beschreiben. Und Brecht sagt, nee, indem Sie es woanders als Objekt haben, fangen Sie als Zuschauer an, mehr darüber zu reflektieren. Das können Sie ja so oder so sehen, ich beschreibe Ihnen ja nur die Theorie, dass man sagt, es ist wichtig, also letzten Endes, Sie können es ja auf alles beziehen, warum machen wir noch klassische Stücke, warum machen wir nicht nur moderne Stücke, weil wir doch über das kollektive Gedächtnis, würde ich sagen, immer über eine Distanz auch arbeiten im Theater, nicht nur, aber auch ästhetische Formen suchen, um anders, also nicht nur identifikatorisch, mit einem Stoff umzugehen. Und darum ist London gewählt, darum ist die Stücküberschreibung auch gewählt. Ich meine, ich glaube, Brecht wäre in der Lage gewesen, auch selbst ein Stück zu schreiben. Aber er hat bewusst etwas gewählt, was fast wie ein Objekt ist. Es ist fast wie, wenn Sie ein Bild betrachten. Es ist immer was, was weiter weg ist. Das ist immer die Idee, die dahinter steckt, ein bisschen. Aber warum soll mich das faszinieren, was weit weg ist? Weil sie dann mehr reflektieren würden über Sachen und sich damit mehr auseinandersetzen würden, als wenn sie bei der Pony nur mitweinen würden und schrecklich sauer über den Mackies wären. Da hinten gab es eine Frage, dann hier. Wenn das Ziel ist, niemand macht sie weg, man kann ja. Naja, ja, aber dann sehen Sie, dass es ja viel mehr Elemente das epische Theater hat, als, also darum sage ich immer, der Anklang ist Shakespeare. Shakespeare arbeitet auch mit Songs, Shakespeare arbeitet mit Raustreten, die Zuschauer werden angesprochen, es gibt die, bei der Dreigroschenoper die berühmten Überschriften, also es sind verschiedene Elemente. Und also ich würde ein bisschen auch widersprechen, dass man sich nur einfühlt, weil der Reiz ist, ich habe anlässlich unserer Veranstaltung heute, nur ich merke, wir reden lieber miteinander, nochmal mir die Lieder angehört. Und wenn Sie die Texte, Frau Wiedemann, sich anhören, ist es ja da auch schon wieder der Widerspruch, dass Sie ein scheinbar nettes Lied haben, nur der Text voll dagegen brettert. Also auch das nochmal zu sagen, nehmen Sie die Seeräuber-Jenny. Ist, wenn wir von revolutionären Ansätzen reden, einer der revolutionärsten Songs der wirklich gesamten Theaterliteratur. Ein Schiff, da wird die Revolution beschrieben. Das ist nun gar nicht mehr ein Lied, was nur emotional ist. Gut, wir kennen es und summen es mit, das ist ja immer das Problem, wenn man es kennt. Aber damals kannte man es ja noch nicht, als Brecht es schrieb. Aber es geht darum, da wird die Revolution beschrieben. Und interessanterweise von Polly. Das ist schon sehr interessant in dem Stück. Also ich glaube, dass er natürlich mit verschiedenen Ebenen arbeitet und sagen wir so, ich glaube, was Brecht hier mir so sympathisch macht, dass er, und Sie beschreiben genau das Dilemma, eine Theorie aufgestellt hat von Reflexion. Sie sagen vielleicht, wieso, vielleicht will ich ja doch mal da bitte was erleben, sehr emotional. Aber Brecht war auch einer der kulinarischsten Theaterleute, die es überhaupt gab. Das macht ihn ja so sympathisch, sonst würde man es ja vor Intellektualität gar nicht aushalten. Und genau, dass er beides hatte.
ist ja auch vielleicht der Reiz dieses Theaters. Aber auch, da bin ich bei Ihnen, der Widerspruch dieses Theaters. Jetzt war hier vorne. Und wie reagiert die Öffentlichkeit darauf? War es ein Skandal? War es eine Sensation? Oder? Es war, es gibt einen wunderbaren Brecht-Film mit Lars Eidinger, wo es wunderbar beschrieben wird. Das war die große Überraschung, war eigentlich, dass wirklich in allen Clubs, würde man heute sagen, man nur noch diese Lieder spielte und dazu tanzte. Das war eine Musikmode plötzlich in dieser Zeit. Also das Gegenteil passierte. Darum, das hat er selbst auch gemerkt, das ist ja auch die Absurdität, dass die Menschen plötzlich genau das nutzten und die Angst, wir lassen die Musik weg, plötzlich zum Gassenhauer per se wurde. Also es war eine neue Musikrichtung, die natürlich auch viel aufnahm, muss man sagen. Derzeit war der Jazz, hatte eine Riesenbedeutung und genau da setzte man es wieder ein. Herr Langkutsch, ganz kurz und dann Sie. Sie haben die Bedeutung von Weils Musik hervorgehoben. Ja. Und wollte Brecht unbedingt seinen Text mit Musik bringen? Ja. War der Grund nur, vielleicht auch nur, weil das Beckers Opera hieß? Das sagt man nicht Beckers Opera, nur weil da Opera steht. Und wie war eigentlich die Zusammenarbeit? Denn beide waren doch blutjung, weil 28, Brecht 32. Und Brecht muss doch eigentlich gemerkt haben, wie stark, oder sicherlich hat er gemerkt, wie stark Weil nur, und da müssen doch Spannungen drauf. Naja, wir haben ja vorhin gelesen, dass es zwischen dem Komponisten in den Endproben und dem Dichter Spannungen gab. Und die gab es natürlich. Aber man muss es natürlich eins auch verstehen, was wir heute so als, oh, ist ja tolle Musik hören, war damals innovativ. Das war irgendwie, wie, weiß ich nicht, irgendwas ganz, ganz schrecklich Modernes, wo sie heute sich die Ohren zuhalten würden. So muss man sich das wirklich vorstellen in der Zeit. Das war nicht irgendwas Kompatibles, das war eine ganz neue Musikrichtung. So muss man es einfach erklären aus der Zeit. Brecht wollte diese Musik und Frau Wiedemann hat es ja richtig gesagt, diese Musik, ob das dann Eisler später war oder wer auch immer, Dessau, fließt ja immer wieder, sie ist ja ein Element. Sie können ja wenig Brecht-Stücke ohne Musik machen. Mutter Courage hat es ja auch wieder. Und ich glaube, das ist ein Element, was Brecht sehr bewusst auch einbauen wollte. Ich glaube auch, um eine Distanz, um ein anderes Mittel herzustellen. Und mir hilft es, dann sage ich es immer wieder, sehen Sie, Ibsen, Gerd Hauptmann durchkomponiert und plötzlich kommt einer und sagt, ja, die Form ist klar, ich spreche die Leute an und dann kommt da noch ein Lied und kann eigentlich auch jeden Tag das umschreiben. Das ist ja auch interessant, dass Brecht seine Stücke ständig bearbeitet als Künstler. Also andere würden sagen, Leute, ich habe es fertig geschrieben, jetzt ist es gut. Also es geht ja immer wieder darum, es neu zu beschreiben und umzuschreiben. Also meine Frage ist jetzt nicht wegen, sondern so Brecht wollte doch eine bestimmte Gruppe von Menschen, die Arbeiter, erreichen. Hat er sich das wirklich überlegt oder war ihm das egal? Hauptsache es ist eine schöne Show. Und er hat ja vorher, er kann sich ein Auto kaufen, er kann kulinarisch leben. Also das ist doch auch ein Widerspruch. Auf der einen Seite sagen Sie, er wollte die Arbeit erreichen, aber dann sagen Sie, vom Leben her ist ihm das völlig egal. Ich würde so sagen, das Theater, zumindest der 20er, 50er Jahre, trifft, und das ist, so gucken Sie sich auch hier um, ein bestimmtes Bürgertum. Die Arbeiter sitzen ja jetzt hier nicht kiloweise rum. Und trotzdem muss man sehen, dass der Ansatz, und das würde ich ernst nehmen, das war auch nicht Kalkül, sondern es war so aus der Zeit heraus, was war denn parallel? Wir hatten Piscator, Walter Mehring, also da, wo es ja noch viel radikaler in der Zeit zuging mit Theaterästhetiken, die lustigerweise nicht so überlebt haben, toller, Masse Mensch. Und hier kommt jetzt Bertolt Brecht und versucht, und das versucht er, muss ich natürlich sehen, man muss immer sehen, was ist in den 20er Jahren und was ist nach 61 in der ehemaligen DDR, was dann auch benutzt wurde. Das sind ja alles so Sachen, wo auch vieles verschwimmt. Aber was ich glaube, dass er eine neue Theaterform erfunden hat, weil er sagt ja auch, man nennt es die Drei-Groschen-Oper, damit Bettler es bezahlen können. Das ist ja nie für drei Groschen irgendwo gelaufen. Darum geht es ja auch nicht. Aber ich glaube, es ging, also das glaube ich schon,
zu sagen, Theater, darum habe ich auch diese Palitsch-Geschichte erzählt, hat, ist nicht Kunst, die irgendwo dahin schwebt. Das geht um einen realen Kern, mit dem wir uns als Gesellschaft veränderbar auseinandersetzen sollen. Das, glaube ich, hat er versucht. Und natürlich ist es ein Wunsch gewesen, auch die, über die er schreibt, zu erreichen. Dass das nie geklappt hat, ist der Widerspruch, den er selbst ja auch für sich gesehen hat. Das ist halt so. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe, doch, da sehe ich noch eine Meldung. Aber Peter, ich habe keine Fragen. Das ist nicht sehr intensiv, aber erstmal vielen Dank für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Mir insbesondere, die mir besonders willkommen sind, weil ich vor einer Woche das Glück hatte, am Schiffbauer dann die aktuelle Inszenierung zu sehen. Von dem Inszeniertfach eines ebenfalls sehr berühmten Kollegen, dessen Namen ich nicht mehr weiß, wie sehr es kostet. Ja, ja. Bernd Koski, ja. Barry Koski, ja. Und Sie haben Charlie Chaplin erwähnt und es könnte sein, dass die Tradition von mir ganz abwegig ist oder dass Sie da ein... Also um es zu sagen, ich habe jetzt habe sie noch nicht gesehen, aber dass, wenn dem so wäre und wie ich Koski von der komischen Oper kenne, könnte ich mir das sofort vorstellen, das sind ja genau, das spielt ja, wir müssen immer sehen, welcher Zeit wir sind. Die Chaplin-Filme sind dick und doof, auch die 20er Jahre mit, also wenn wir dann auch weiter in den Tonfilm reingehen. Und insofern ist das ja folgerichtig, sowas so darzustellen, wie Sie es beschreiben. Und das mit einer Frau darzustellen, ist natürlich auch nochmal eine Verfremdung, die auch von der Form absolut nachzuvollziehen wäre, theaterästhetisch. Aber das finde ich ja immer so schön am Theater, dass man bestimmte Bilder korrigieren kann. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann bedanke ich mich und ja, Sie wollen noch ein Schlusswort sagen. Ja, nee.